Dramatische Rettung in Pasco County, Florida, nördlich von Tampa. Eine Geisterfahrerin ist in der falschen Richtung unterwegs, als sie mit einem ihr entgegenkommenden Auto kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wird ihr Wagen in die Leitplanke geschleudert und fängt Feuer. Die Frau ist in dem Wrack eingeklemmt, kann sich nicht allein befreien. Noch vor der Feuerwehr erreichen erste Polizisten die Unfallstelle. Ohne zu zögern, schnappen sie sich ihre Feuerlöscher und versuchen, die Flammen einzudämmen. Doch es funktioniert nicht. Immer wieder bricht das Feuer aus und erschwert die Rettungsmaßnahmen. Die Beamten versuchen, die Frau über den Rücksitz aus dem brennenden Auto zu bekommen. Doch die 30-Jährige ist hinter dem Lenkrad eingeklemmt. Bange Sekunden vergehen. Im Hintergrund hört man schon die Sirenen der nahenden Feuerwehr. Doch die Polizisten geben nicht auf. Schließlich können sie die Überreste der Fahrertür so weit aufbiegen, dass sie die Frau aus dem Wrack ziehen können. Wie sich später herausstellt, ist die 30-Jährige angetrunken unterwegs gewesen.